Haulzeit. Und diesmal habt ihr entschieden, wo ich einkaufen soll. Ich habe so, ihr Lieben, und bei Action war ich auch noch. Und im Anschluss von diesem Lidl-Haul, zeige ich noch euch den Action-Einkauf auch noch. Rindwürstchen habe ich mir gedacht, probiere ich mal aus. Ich weiß nicht, die sind so klein. Hallo, ihr Lieben. Food-Haul-Zeit. Und diesmal habt ihr entschieden, wo ich einkaufen soll. Ich habe auf Instagram, auf meinem Profil Lisa Schnapper, eine Umfrage gestartet, wo soll ich einkaufen? Im Aldi und im Lidl. Und es haben sich, aber es war ein bisschen knapp, ich glaube, es war zwischen 40% und 60%, haben gesagt, ich soll zum Lidl einkaufen gehen. Ja, weil ich einfach langsam nicht mehr weiß, wo ich einkaufen gehe. Eigentlich ist es mir wurscht, Aldi, Lidl, Netto oder was weiß ich. Aldi, Lidl, Netto, ist, Aldi und Lidl sind so die zwei, wo ich mich am besten auskenne und am schnellsten geht. Deswegen habe ich nur die zwei gemacht. Aber ich dachte mir, warum nicht? Ihr schaut meine Videos und dürft ihr auch mal entscheiden. Also, wer noch nicht bei Instagram ist, bei mir, bei Lisa Schnapper, dann gerne mal da vorbeischauen. Und ansonsten legen wir jetzt einfach los mit dem Lidl-Einkauf, ja. Es gab auch die Woche keine mega Angebote, wo ich gesagt habe, boah, ich muss unbedingt zum Aldi oder boah, ich muss unbedingt zum Lidl. Also, ich weiß nicht, die Angebote die Woche waren ein bisschen mau. Also im Lebensmittelbereich. Lidl hat total viele Klamotten und sowas, aber das brauche ich nicht. Aber naja, egal. Und wir fangen jetzt einfach mal an beim Lidl. Und über Daumen nach oben freue ich mich immer. Und über ein kostenloses Abo, falls du mich noch nicht abonniert hast, auch hier unten. Weil ich sehe, dass mich ganz viele regelmäßig anschauen, aber die mich nicht abonniert haben. Wieso, ihr Lieben? Abonniert doch einfach hier unten. Das würde mich freuen, so verpasst du auch einfach keine Videos mehr. So, jetzt legen wir aber wirklich los. Es kam einmal mit hier Snackmix. Habe ich mir gedacht, die Brotzeitboxen mal immer so ein bisschen zu abwechseln. Weil ich tue ja meistens Salzstangen oder Salzbrezen rein. Und so habe ich mir gedacht. Dann Snackmix. Ja, 99 Cent von Lidl. Dann haben wir einmal den Marmorkuchen mitgenommen, weil halt Nachmittag meine Mama noch zu Besuch kommt und dachte mir, ja, da trinken wir mal ganz gerne ein Käffchen und dann mit dem Marmorkuchen dazu. War die XL-Variante und hat 1,90 Euro gekostet. Dann war ordentlich Brot wieder runtergesetzt, 30% runtergesetzt, hat also nur noch 48 Cent gekostet. Das ist das Lieblingsbrot von meinen Kindern, ich weiß nicht, das dann in dünne Scheiben geschnitten und das mögen die so, so gerne. Und dann habe ich noch so ein dunkles Bio-irgendwas-Brot war das, war auch runtergesetzt, 30% auf 1,11 Euro. Aber Leute, das riecht so lecker, dass ich das einfach mitnehmen muss. Und das heißt so ein dunkles Vollkornbrot. Ich denke, schmeckt bestimmt auch ganz gut. Auf jeden Fall mal zum Testen. Dann war Curry Nachmache King, wie auch immer, im Angebot für 1,19 Euro. Da habe ich drei Stück einmal mitgenommen. Ja. Ach so, ihr Lieben, und bei Action war ich auch noch. Und im Anschluss von diesem Lidl-Haul, zeige ich noch euch den Action-Einkauf auch noch. Ich habe eigentlich nur bei Action was zurückgegeben und irgendwie habe ich ein bisschen noch durch den Laden gelaufen und habe übelst viel mitgenommen, dass ich mir dachte, okay, das muss ich euch jetzt einfach zeigen. Das sind mega Angebote, also vom Action ganz aktuell, weil Foodtalk ganz aktuell, also auch Action ganz aktuell. Die Angebote gelten bei Action immer von Mittwoch bis Mittwoch. Also Mittwoch kommt wieder das neue Angebot. Also könnt ihr, wenn ihr irgendwas dann von meinen Action-Sachen toll findet, euch das auch noch für Action holen. Action ist so ein Kruschelladen, aber das kennen ja die meisten schon. Wer es noch nicht kennt, in meinem Action-Haul, wo nur Action ist, habe ich das nochmal separat erklärt. Also einfach mal in meinen Videos durchschauen. So, weiter geht's. Crunchies, das lieben diese Crunchies mit feiner Honignote. Die Kinder, die würden am liebsten das ganze Glas essen. Ich weiß nicht, dürfen die das ganze Glas essen? Ich habe mir gedacht, nicht, dass die so sich übersäuern vor lauter Essig. Aber ich habe dann Stopp gesagt nach der Hälfte. Aber die finden die mega, mega gut, aber die schmecken auch sehr gut. 99 Cent vom Lidl. Dann Asakal Kartoffeln kam mit für 1,49. Kartoffeln sind spottbillig momentan. Ja, freut uns, weil wir sind ja voll die, also wir, eigentlich nur mein Mann, die Kartoffelfans. Snack Salamis, weil ich bin eher der Nudelfan. Ich bin Team Nudel. Aber naja, die Kinder auch Team Nudel. Die Große mag Kartoffeln auch ganz gern, aber ich glaube, wenn sie sich entscheiden könnte, dann auch eher Nudeln. Snack Salamis kam dann auch wieder mit für 1,99. Und dann mal hier, das gibt es heute zum Abendessen. Mein Mann hat Spätschicht, ist nicht zu Hause und dann wird meistens sowas gekocht. Ja, geht schnell, ist lecker und kostet 75 Cent. Ja, also keine Ahnung, ich liebe das voll. Also, weiß ich nicht. Dann habe ich eine Knoblauchsoße gefunden, die war auch auf 77 Cent runter. Reduziert, die ist von Devilay, wahrscheinlich
voll falsch ausgesprochen, aber ihr kennt mich ja. Auf jeden Fall habe ich die mitgenommen. Dachte mir, für unsere Wraps ist bestimmt ganz nett. 77 Cent, kann man das ja mal ausprobieren. Dann zweimal löslicher Kaffee, den mag mein Mann ja voll gerne. Der war eigentlich letzte Woche beim Lidl im Angebot, da war ich aber irgendwie, bin ich doch nicht mehr zum Lidl gekommen. Und der war aber jetzt immer noch auf 4,99 runtergesetzt und deswegen habe ich mir gedacht, supi, nicht verpasst das Angebot und gleich mal zwei mitgenommen für den Feuer. So mache ich das ja immer, gerade bei Sachen, wo sich lange halten, immer mitnehmen, weil jeder hat ein Plätzle, wo er das dann aufheben kann. Weil wenn das länger hält, wieso sollte man das denn für Normalpreis kaufen? Ich glaube, normalerweise kostet der knapp 8 Euro. Das kann man sich sparen, Geld, ne? Dann Milch, zwei Stück für 65 Cent. Und noch eine Milch, 65 Cent. Die next one. Dann waren Freight Rate Bananas, also was stand da? Keine Ahnung, da waren normale Bananen und dann die Freight Rate Bananas und beide haben 99 Cent gekostet und da dachte ich mir, okay, da stand irgendwas, bessere Haltung, bessere Arbeitsbedingungen und was weiß ich. Na, nehme ich natürlich die bessere Arbeitsbedingungen mit, die sowieso das gleiche kosten, ne? Ist doch ganz logisch. Und die haben das Kilo 99 Cent gekostet. Ja, ich kann mir noch merken, was da drauf ist. Ich habe mir aber das Schild schon durchgelesen. Rindwürstchen habe ich mir gedacht, probiere ich mal aus. Ich weiß nicht, die sind so klein und mir gedacht, das könnte mir doch. Ich liebe ja Cabanossis und sowas voll. Und normalerweise nehme ich immer die Mini-Wiener mit, aber die haben mich heute irgendwie angelächelt. Rindwürstchen gebrüht und geräuchert. Zutaten 90% Rindfleisch, Trinkwasser, Speisesalz. Ja, werden ausgetestet. Ich werde euch berichten. Spätestens in meinen Food Diaries wisst ihr dann, ob sie schmecken. Ja, 1,99, da kann man eigentlich nicht sagen. Da probieren wir das doch gerne mal aus. So. Oh Gott. Ich habe das halt so blöd eingepackt. Also einmal Eier, 1,29. Dann haben wir hier Drehpeziner für 3,39. Die hat mein Mann auf dem Einkaufszettel geschrieben. Ja, ich mag die aber auch voll gern. Also mit Senf. Richtig schön. Delikate Wiener Würstchen für 2,69. Was haben wir hier? Ach, das ist jetzt die Wurstabteilung hier. Die Wursttüte. Mortadella für 79 Cent. Tue ich immer ganz gerne Mehl drauf. Und 1,39 für die Salami. Letztens hatte ich die auch und die Mädels haben so geschwärmt von der Salami. Die haben gesagt, die schmeckt so, so gut. Mama kauft die immer, haben die gesagt. Deswegen habe ich die halt wieder mitgenommen. Für mich ist das eigentlich die billigste 0815 Salami und am besten nur für Pizza oder sowas. Aber sie haben gesagt, die schmeckt so, so gut. Mama kauft die wieder. Na klar, mache ich gern. Klar. Mach doch alles, was meine Kinder sagen. Ja, sie mussten einfach wieder mit. Obwohl wir echt immer noch viele Süßigkeiten haben, Weihnachten und so. Ne? Und ich habe viel Geschenke gekriegt, viel Süßes, weil ja jeder weiß, ich liebe Süßes. Aber die hatte ich nicht mehr. Und ja, die sind halt einfach verdammt lecker für 1,09 Euro. Und ja, ich weiß schon, die sind eh morgen nicht mehr da, weil wenn ich einmal anfange, dann sind die weg. Aber egal. Dann habe ich noch Leibniz-Kekse mit Leibniz-Kekse mitgenommen für 99 Cent. Ja, weil die halt da rumstanden und dachte mir, die sind halt zu klein und ich habe ohne Schokolade genommen, weil da kann ich die so in die Brotkartoffel mit reintun. Ja, mit Schokolade ist blöd. Sonntagsbrötchen sage ich immer dazu für 39 Cent, habe ich auch mitgenommen. Gürkchen, da habe ich mir natürlich die allergrößte ausgesucht für 69 Cent. Sucht sie auch immer die größte Gurke. Ich bin immer richtig am große Gurke suchen. Leona kam mit für 99 Cent. Kommt ja irgendwie auch jedes Mal mit. Dann habe ich ein paar Nürnberger Rostbratwürstchen mitgenommen. Ja, das ist einfach mal so ein schnelles Essen für zwischendrin oder so. Kann man sich ganz schnell anbraten. Schoki-Kuro-Sauce kam mit für 99 Cent. Mein Wasser für 29 Cent jeweils. Dann haben die Bayerische Woche bei uns im Lidl. Und dann habe ich Bergwurst heiß geräuchert entdeckt für 2,89. Und ich dachte mir, mein Mann liebt ja diese bergische Salami vom Kaufland so übelst. Ja, weil letztens waren wir erst im Kaufland, hätten wir ja bergische Salami mitnehmen können. Egal, haben wir vergessen. Und dann dachte ich mir, vielleicht ist die ja so ähnlich. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall so ein Aktionsprodukt. Und ja, mal Salami. Bergwurst, nicht bergische Salami. Und dann habe ich mich ja zu Tode gesucht, ne? Es gab ja die in Kleinformat früher. Ich kann euch mal zeigen, wir haben bestimmt noch alte da. Die waren irgendwie kleiner. Hier, die waren kleiner, also das sieht man ganz gut. Kongstrong in klein, gab es irgendwie nicht. Es gibt, glaube ich, jetzt nur noch die Größen, da sind 250 Milliliter drin. Und da 330, okay, ja, und ich, ja, ich glaube, die haben aber jetzt bestimmt immer 330. Ich glaube, da gibt es gar keine normalen mehr.
Auf jeden Fall kosten die 30 Cent und die haben halt früher 25 Cent gekostet. Das ist eigentlich gerade wurscht. Ich habe jetzt nicht allzu viel geändert. Wobei ich die kleine Dose, die hat halt perfekt in meinen Schrank gepasst. Die große ist ein paar Zentimeter zu groß, die wird nicht mehr in meinen Schrank passen. Mann, Lidl! Ja, und davon habe ich 3 Dosen mitgenommen. Hier ist die dritte. Also 2, 3. Ja. 30 Cent eben. Das haben wir auch. So. Dann wie immer. Jups. Cola rein. Da war ich eigentlich ganz froh, dass ihr Lidl ausgewählt habt. Weil ich gar nicht mehr weiß, wie die Cola Light mir vom Aldi geschmeckt hat. Aber wäre jetzt auch nicht so schlimm. Aber ich habe gleich mal 2 Packungen mitgenommen. Also einmal hier unten. Weiß gar nicht, warum ich es hochhebe, weil die eh identisch ausschauen. Die andere. Und da kostet die Flasche 45 Cent. Ja. Das war dann einmal der Lidl-Einkauf. Ich habe ausgegeben 54,72 €. Ja. Ist auch nicht schlimm. Es war voll gering, was auf meinem Einkaufszettel stand. Es lag aber auch daran, dass Lidl gar keine guten Angebote haben. Ich glaube, außer dieses Curry-Kung-Nachmache waren gar keine Angebote wirklich dabei. Nur dann diese Angebote vom Brot und so, wo halt nicht in irgendeinem Prospekt stehen, sondern separat untergesetzt waren. Deswegen, ja, keine Ahnung. Irgendwie. Ja, aber es ist trotzdem wie immer eigentlich, ne? Keine Ahnung. Ah ja, der Kaffee war auch dabei, ja, stimmt. Ah ja. Ja, auf jeden Fall war ich davor noch bei Action, weil ich an meinem letzten Action Haul, habt ihr bestimmt schon gesehen, habe ich einen Badteppich gekauft. Ach, der ist voll schön, aber der ist irgendwie zu klein für unser Bad. Den musste ich zurückbringen und den habe ich dann auch zurückgebracht und dann bin ich noch durch den Action gelaufen und dann können wir natürlich wieder, obwohl ich letztens ja erst bei Action war, sehe Haul, der ist noch ganz aktuell. Musste ich schon wieder alles kaufen. Naja, war ja ein neues Wochenangebot, ne? Ihr wisst Bescheid. Ja, auf jeden Fall habe ich einmal die Soft Nougats mitgenommen. Die gab es letztes Mal nicht. Und oh Leute, die schmecken so, so lecker. Auch die habe ich von der lieben Alina. Hat auch einen YouTube-Kanal. Die kauft sie immer ihrem Papa. Aber ich esse die voll gern. Ich weiß gar nicht, die hat manchmal 9 Stück ihrem Papa gekauft. Aber die sind einfach mega lecker. Kennt ihr die? Oh, köstlich. Und die gab es letztens nicht. Da war ich ein bisschen traurig. Und heute gab es die. Deswegen habe ich das mitgenommen. Dann war Knete im Angebot für 1,49 €. Da dachte ich mir, Mensch, ist das günstig. 1,49 €. Bin gespannt, wie die Knete ist. Normal haben wir immer von Knudu. Oh, halt die Markenknete. Wie heißt die? Knudu? Knudu? Oh, was weiß ich. Jetzt ist es halt keine Markenknete. Ich probiere sie gerne mal aus für 1,49 €. Ökotest sehr gut. Also kann da ja schon mal gar nicht so viel falsch sein. Auch das ist jetzt zum Beispiel im Wochenangebot für 1,49 €. Wie oft habe ich jetzt 1,49 € gesagt? Ich weiß es nicht. Buntstifte, weil unsere, ja, irgendwann, wer Kinder hat, gehen die Buntstifte zu Neige. Ich mal auch voll gerne mit den Kindern einfach manchmal. Dann hat er jetzt hier das ganze Set auch nur 1,49 € gekostet. Da steht dann Premium-Qualität. Ich bin gespannt. Ich liebe ja die Stadler-Stifte. Stadler, heißen die Stadler-Stifte bestimmt wieder nicht. Ich glaube, Stadler steht immer drauf. Die malen so schön. Aber vielleicht bei Premium-Qualität von Action auch. Ich glaube nicht, 1,49 €. Und ich glaube, die Stadler-Stifte, die kosten in so einem Pack 6, 7 €. Das sind wirklich teurer. Aber mega Qualität, mega gut. Ich liebe sie. Aber sie sind halt alle mittlerweile so klein bei uns. Hier wird halt häufig gespitzt. Was ich dann auch cool fand, da gab es dann einmal Feinliner. Gerade wenn ich in so Freundebücher reinschreiben muss oder meine Tochter, auch in so einem Paket. Also einfach für 95 Cent, da kann man einfach nicht motzen. Und so ganz normale Filzstifte auch, fand ich irgendwie süß. Ich mir gedacht, Filzstift für meine Tochter, das für meine Büroecke. Ja, für 99 Cent, hallo? 95 Cent, 99 Cent oder 95 Cent? Ich kann es, 95 Cent. Mega, oder? Dann habe ich noch ein Parfüm für meinen Mann mitgenommen. Auch das war diese Woche im Wochenangebot für 3,95 € von Adidas. Und ich fand, das hat eigentlich voll gut gerochen. Keine Ahnung. Ein EO Toilette, finde ich gut. Für 3,95 €, dachte ich mir, muss das jetzt einfach mit. Und sogar von Adidas. Der hat schon ein paar No-Name von Action probiert. Aber eins habe ich letztens gekauft. Das hat so gestunken. Diesmal, wenn das draufgestellt hat, dachte ich, puh. Dass ich aber, ich darf jetzt nichts sagen, weil ich habe es ja gekauft. Diesmal habe ich richtig gerochen. Ich glaube, letztes Mal habe ich einfach nur zugegriffen. Dann habe ich noch ein Malbuch natürlich. Wenn wir neue Stifte haben, brauchen wir auch ein neues Malbuch. Natürlich von Frozen. Natürlich, wie soll es anders sein? Habt ihr alle schon den zweiten Teil gesehen von Frozen, Eiskönigin? Mein Mann, meine Kinder, ja, ich nein. Ja. Ich war nicht mit im Kino, aber ich mag Kino halt nicht so. Aber er kommt ja im März im Fernsehen, dann schaue ich natürlich an. Den ersten Teil habe ich gesehen. So, was haben wir hier noch? Achso, was ganz Lustiges. Ich muss euch das zeigen.
Die liebe Mary, ne? Die liebe Mary hat auch einen YouTube-Kanal. Und die strickt seit neuestem auf ihrem YouTube-Kanal. Leute, ich schaue mir das wirklich an und mir macht es so Spaß, ihr dabei zuzuschauen, dass ich mir jetzt wirklich auch Wolle gekauft habe und Häkelnadeln. Ja, da steht sogar Lisa drauf. Schaut, da steht sogar mein Name drauf. Könnt ihr das lesen? Es steht Lisa drauf. Eindeutig für mich. Eindeutig für mich gemacht. Und ja, die macht so süße Stirnbänder oder so Tierfiguren. Und ich wollte jetzt einfach mal, vielleicht beim Fernsehschauen so, mein Mann lacht mich schon wieder aus. Beim Fernsehschauen einfach stricken. Ja, meine Mama kommt mich ja heute auch besuchen. Da kann sie mir die, die ist nämlich voll die Strickkönigin. Die macht so Tischdecken und die macht Vorhänge und was weiß ich. Die macht alles. Ich habe da irgendwie nie so ein Talent. Aber mir hat es so Spaß gemacht, ihr der Mary dabei zuzuschauen, dass ich das jetzt auch will. Ja, und dann habe ich noch so zwei wunderschöne Wollknäueln bei Action gefunden. Die hat so schöne Farben. Und die hat sie eben auch genommen. Und 1,12 Euro kosten die. Und das 1,99 Euro. Und das sind, ich glaube, von 3 bis 10 Milliliter. 6 Nadeln sind da auf jeden Fall enthalten. Keine Ahnung, welche Nadel ich da brauche. Ich bin vollkommener Anfänger und ich bin echt gespannt, ob das Käse war oder nicht. Aber Leute, mein Gott, 4 Euro. 4 Euro, wenn man sich gedacht hat, man will jetzt ein neues Hobby. Aber wirklich, da hat mich einfach nur die Mary angesteckt. Das ist so, also, ansteckend manchmal YouTube. Wenn man selber YouTube anschaut, dann wird man voll angefickt. Ja, voll gespuckt jetzt hier auch noch. Dann wird man voll angefixt von anderen. Und dann dachte ich mir, ja gut, ich habe mir ein Hobby mitgenommen. Dann darf ich für die Kinder auch was mitnehmen. Mein Mann hat ja auch ein Parfüm bekommen. Also, als ob die nicht schon die Stifte bekommen haben. Aber das ist ja für die Allgemeinheit, die Stifte. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, das wird meiner Kleinen, der Luana, bestimmt voll Spaß machen. Das ist so ein Magnetfun-Spiel. Und sie liebt ja schon Aufkleber, so unendlich. Und dann dachte ich mir, dann mag die das bestimmt auch voll gerne. Da kann man halt einfach das Magnettafel wahrscheinlich oder Magnete hin und weg machen, ja, voll cool, dachte ich mir. Bringe ich hier mit, schauen wir mal, ob sie gefällt. Hat auch nur 3,95 € gekostet. Da darf man dann schon mal eine Kleinigkeit auch für die Kinder mitbringen, als ob ich nicht schon Knete und Stifte mitgebracht hätte, ja. Auf jeden Fall war das dann schon irgendwie teuer, 19,53 € habe ich beim Action dann ausgegeben. Das heißt teuer, aber für das, dass ich eigentlich nichts kaufen wollte, habe ich irgendwie dann doch wieder zugeschlagen. Also Action ist gefährlich, Action macht süchtig und geht es nur in Action. Also wenn ihr vorhabt, in Action zu gehen und ihr braucht eigentlich nichts, wetten, ihr habt was, wetten, das ist nämlich bei Action so. So, jetzt zeige ich euch den gesamten Eindruck hier noch. Das ist echt faszinierend. So sieht das hier nämlich aus. Wie ein Chaos. Oh, ich freue mich, die mache ich jetzt gleich auf, wenn ich das Video für euch schneide. Ja, da hinten noch die Dinger und die Dinger und das ist halt noch von Action und die zwei Cola Light. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das wieder Spaß gemacht. Jetzt fällt es auch noch voll schief. Das Brot steht im Weg. Jetzt kriege ich euch nicht mehr gerichtet. Ich hoffe, euch hat der Food Haul wieder Spaß gemacht und dieser kleine Mini-Action-Haul. Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Jetzt kann ich nicht mehr reden, ne? Ich wollte auf jeden Fall sagen, schaut auch gerne bei Instagram vorbei. Da könnt ihr dann vielleicht mal, wenn ich mal wieder abstimme, wo soll ich einkaufen. Oder ansonsten poste ich da auch so zwischendrin, was ich gerade mache, was ich so... Wenn euch das interessiert oder ich poste schöne Bilder. Ich habe ein neues Handy, damit mache ich wahnsinnig gerne gerade Bilder. Das merkt ihr voll auf meinem Instagram, dass ich wahnsinnig gerne Bilder mache. Also ich habe da jetzt eine richtige Leidenschaft. Ich werde, glaube ich, Hobbyfotograf. Auf jeden Fall schaut gerne vorbei. Lisa Schnapper heiße ich da. Und jetzt ansonsten, wenn du nicht abonniert hast, dann abonnier gerne. Wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, ihr Lieben. Und bis zum nächsten Mal. Pfiati! I should have run out after you. I should have cried. I do not feel